Hallo und herzlich willkommen hier bei Kingdom Come Deliverance. Ja, wir waren in Neuhof gewesen, wo das große Massaker stattgefunden hat. Als wir dann zurück nach Hatay ritten, wurde uns von einer Diebesbande aufgelauert, die uns, naja, übel zusetzte und uns auch verwundet hat. Deswegen werden wir jetzt, nachdem wir die Nacht geschlafen haben, erstmal dort ins Badehaus gehen und unsere Wunden verbinden lassen, sowie unsere Kleidung herrichten lassen. Und dann werden wir die überschüssige Ausrüstung, die wir von den Banditen eingesammelt haben, verkaufen. Denn auch hier in Kingdom Come Deliverance ist es wichtig, Geld zu haben. Du bist so schwer verwundet. Ja, da. Mach schnell, bevor mich dein Gestank noch umhaut. Ja, deswegen bin ich doch hier, Arschloch. Ja, und wann kommen hier mal die Mädels raus, die Zuberdirnen? Jetzt können wir auf einmal warten. Okay, gut. Auch kein Problem. Ach, da ist sie ja, die Puffmutter. Grüß dich, Badinhaberin. Ich möchte... Und was darf sein? Ich möchte ein Bad nehmen und meine Kleider reinigen lassen. Ich möchte meine Wunden, ich brauche Heilung, ein Bad und saubere Kleidung. Das alles. Ich möchte meine Wunden versorgen lassen und ein Bad nehmen. Oh, und meine Kleider gehören gewaschen. Das lässt sich machen, aber du musst im Voraus bezahlen. Na, wenn sonst nichts ist. Gut, bitte sehr. Du wirst es nicht bereuen. Das hoffe ich doch, meine Liebe. Mach einen neuen Menschen aus mir. Iha! Übrigens gibt es seit gestern, seit dem letzten Patch, auch die Option. Ich möchte die Dienste des Hauses in Anspruch nehmen. Dass man sich den. Was darf sein? Die Haare schneiden lassen kann oder auch, dass man sich rasieren lassen kann. Okay, machen wir als erstes mal eine Rasur. Wie ein eleganter Mann von Welt, wie ein gestandener Holzfäller, wie ein böhmischer Herzog, wie ein Minnesänger, wie ein Würdenträger. Ja, gucken wir mal, wie der böhmische Herzog aussieht. Okay. Lieber nicht. Ja. Wie ein eleganter Mann von Welt. Also ich sehe keinen Unterschied. Lieber nicht. Wie ein Minnesänger. Lieber nicht. Ja, Vollbart. Ich nehme ihn. Danke dir. Die können sogar Haare wachsen lassen. Aber zuerst das Geld. Gut. Bitte sehr. Du wirst es nicht bereuen. Ich bin an euren Diensten interessiert. Und was darf sein? Jetzt die Haare, bitte. Die Lockenpracht eines Krieger, wie ein Muttersöhnchen, ein bisschen wie ein Mann aus den östlichen Ländern, ein Kessern-Unterschnitt. Da nehmen wir mal die Lockenpracht. Okay, das gefällt mir direkt. Glatze. Danke dir. Das lässt sich machen, aber du musst im Vor. Ja, ich weiß. Zahlen. Gut. Bitte sehr. Du wirst es nicht.
Ich hab die Haare schön. So, und jetzt werden wir die Sachen verkaufen bzw. reparieren lassen. Denn man muss bei dem Spiel immer bedenken, es ist wie im realen Leben. Das heißt, Sachen, die man verkaufen will, sollten auch in einem ordnungsgemäßen Zustand sein. Sachen, die eher kaputt sind, werden natürlich viel weniger wert sein, wie Sachen, die ganz sind. Verdammt! Halt dich von den Leuten fern, wenn du nicht reißen kannst. Hat er mich da gemeint? Meint er mich, wenn der Reiker sagt? Morgen Schwert Schmied. Gott sei mit dir. Auch mit dir. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Begeisterung pur. Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Na sowas. Vielen lieben Dank. Aber gerne doch. Das werde ich ja jetzt auch wieder einnehmen. Oh, doch so viel. Dein Ruf 31? Warum habe ich denn so einen schlechten Ruf? Lässt sich was am Preis machen? Ja. Hier. Na sowas. Moment, ich habe vergessen, die Sachen aus der Pferdetasche zu nehmen, ne? Ja, wusste ich's doch. Lässt sich was am Preis. Klar, warum? Hier. Nun denn? Warum hab ich so einen schlechten Ruf bei denen? Ah. Lässt sich was am Preis machen? Selbstverständlich. Ja, bei dem... Wunderhübsch, wunderbar. Ich danke dir sehr. Kommt, liebe Leute, und labt euch an diesem Duft. Was? Ofenwarmes Brot und los, dazu beeil etwas dich. Frische Milch. Was? So lautet mein Befehl. Ah, okay. Du willst meine Sachen durchwühlen? Ich bin nicht in der... Wie du willst. War doch nicht so schlimm, oder? Das scheint allem Anschein nach zu kommen, sobald der Ruf etwas schlechter ist. Und wie wir gerade gesehen haben, ist mein Ruf in dieser Stadt seltsamerweise nicht sehr gut. Naja. Glück und Gesundheit. Grüß dich. Lässt sich was am Preis... Klar, warum... Hier. Und... Na sowas. So, jetzt müssen wir nur darauf achten, dass wir auch die Sachen verkaufen, die 100% haben. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht?
Hier. Und danke. Okay, er ist ein bisschen verschoben, der gute Schneider. Wie geht's? Ach halt, da könnten wir ja uns eigentlich erstmal... selbst ausrüsten, bevor wir uns hier braune Beinlinge, enge blaue Beinlinge, gelbe humanische Tunika, gepolsterte Beinlinge. Seht ihr, haben wir zum Beispiel noch gar nicht. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? Hier. Und nun denn. Aber gerne doch. Frisches Brot von heute Morgen. Gelobt sei Jesus Christus. Ja, dir auch. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? Hier. Und etwas für die Mühe. Nun denn, recht herzlichen Dank. War mir doch glatt ein Vergnügen. Wenn es doch glatt meinen... Oh, ich kann die Stärke noch verändern. Ach, scheiße, jetzt habe ich das Falsche geskillt. Naja, egal. Was soll's? So, hier ist der Schuster. Was ist denn? Ja, ich will zu dir. Bist doch hier der Schustermeister. Tag. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir's. Ja, der hört sich genauso an wie Hans. Wie Hennis. Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Nun denn,
recht herzlichen Dank. Jederzeit. Verschwinde trotzdem, kein Problem. Lass uns handeln, gute Frau. So, jetzt haben wir erstmal alles, was nicht wichtig ist, verkauft. Die Sachen repariert und uns gewaschen. Jetzt kann es weitergehen. Gucken, wo waren wir? Wir mussten nach Neuhof. Da war das irgendwo hier oben gewesen. Ram-babadam-bam-bam-babadam-bonanza. Ram-babadam-bam-bam-babadam-bam-babadam-bam-ba. Also ich finde diese Landkarte immer noch putzig. Ja, du hast folgende Spezialisierung. Bürger. So. Dann gucken wir mal, dass wir das Köhlerlager finden, um dort weitere Informationen bezüglich des Rotschopfes herauszufinden. Ob uns das gelingen wird, ich weiß es nicht. Wir werden es aber sehen. Querfeld ein, mitten durch die Pampa, ich sag ja, mit dem neuen Pferd, mit der Pebbles, werden wir hier bei Kingdom Come Deliverance im Jahre des Herrn 1403 viel Spaß haben. Und wie wir sehen, wir haben viel Spaß. Ich zumindest, denn ich reite schnell durch die Gegend. Sühnerkreuz. Wenn ich nicht gerade in einen Bach reinreite. Ja, hallo? Ach, da oben ist das Lager. Ich kann es schon sehen. Gucken wir mal, ob die Genossen ein bisschen freundlicher zu uns sind. Wie die Dorfbewohner von Ratei. Köhler. Muss auch einen Nebentier geben. Wortführer, ja, da haben wir noch. Wortführer. Gott sei mit dir. Grüß dich. Würdest du mir helfen? Kommt drauf an, was du... Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Er soll weggelaufen und sich mit ein paar Köhlern zusammengetan haben, bei denen er manchmal war. Tut mir leid, hier gibt's keinen Rotschopf. Du suchst besser irgendwo anders. In Neuhof gab es ein Massaker und der Junge weiß vielleicht, wer es war. Ich muss ihn finden. In letzter Zeit geschehen hier viele Morde, aber dieser Rotschopf war wirklich nicht hier. Es werden viel weniger Morde sein, wenn ich diese Bastarde erwische. Wieso hilfst du mir nicht weiter? Beruhige dich doch bei Gott. Der Junge, den du suchst, ist hier nicht aufgetaucht, aber schließlich gibt's noch andere Köhler. Versuch's bei denen. Und du solltest dich sputen. Bist nicht der Erste, der nach ihm fragt, und die anderen sahen nicht gerade edelmütig aus. Mit ihrem Silber waren sie aber freigebig. Sie haben nicht zufällig erwähnt, was Sie von ihm wollten. Nein, aber sie wirkt nicht so, als wollten Sie ihn zum Festschmaus einladen. Okay. Hast du eine Idee, wohin er sonst gegangen sein könnte? Er ist mit Köhlern befreundet, sagst du? Nun, dann findest du ihn sicher im Wald zwischen Neuhof und Uschütze. Dort gibt's ein paar gute Plätzchen. Aber der Wald ist riesig. Das könnte Wochen dauern. Dann folg dem Bach. So hast du uns schließlich auch gefunden, nicht? Wo Köhler sind, da gibt's auch Wasser. Gut. Okay, ich danke dir. Ich werde mich anderswo umhören. Sehr ereignisreich war das jetzt nicht gewesen, außer dass wir herausgefunden haben, dass noch andere Leute hier
nach dem Rotschopf suchen, der ja Zeuge eines abscheulichen Verbrechens, eines Massakers gewesen ist. Und wenn andere den suchen, bedeutet das, dass er auch um sein Leben gebracht werden soll. Vermutlich, weil er irgendwas weiß, womit er die anderen arg belasten kann. Vielleicht seine Komplizen, seine Spießgesellen. Oder hat er damit gar nichts zu tun? Aber das werden wir bei der nächsten Folge von Kingdom Come Deliverance herausfinden. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, zurück in das Jahr des Herrn 1403 hier bei Kingdom Come Deliverance. Macht es gut. Ciao.